with you. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you. Love me today, let's run up through the fields where the sun shines and heals. Hey, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ach, der Frühling ist da und ich dachte, es ist mal wieder Zeit für ein Stall-FMA. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und es ist sogar so warm, dass man ohne die dicke Winterjacke raus kann. Und da es jetzt auch wieder endlich richtig Spaß macht, zum Stall zu fahren, dachte ich mir, zeige ich euch heute mal meine Stallroutine im Frühling. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, aber vorher muss ich mich natürlich noch umziehen, denn zum Joggen war das T-Shirt warm genug, aber so ist das, glaube ich, doch ein bisschen zu kalt. Und was bei dem perfekten Zwiebellook natürlich nicht fehlen darf, ist der dünne Pulli und die Allwetterreitweste, die ich sowieso immer am liebsten anziehe. Dann natürlich noch meine Reithose mit den Kniestrümpfen und endlich mal wieder meine Sommerstiefeletten, die habe ich auch schon ewig nicht mehr angehabt. Angekommen, misste ich dann meistens direkt als erstes auch schon aus. Dann habe ich das schon mal hinter mir, denn das kann manchmal auch schon ganz schön lange dauern und der Paddock muss dann natürlich auch noch abgeäppelt werden. Dann fülle ich noch schnell die Heunetze meiner drei Pferde auf und danach natürlich nicht vergessen, noch schön alles wieder sauber fegen. Und wenn das alles gemacht ist, dann geht es auch schon an das Futter machen. Das ist bei mir mal etwas komplizierter, da alle meine drei Pferde etwas Unterschiedliches bekommen. Aber wenn man das so oft macht wie ich, dann hat man auch irgendwann den Dreh raus. Das Ganze kommt dann natürlich noch in die Futtertröge und dann bin ich auch schon fast fertig mit den Stallarbeiten. Jetzt muss ich nämlich nur noch den täglichen Stalldienst erledigen. Da ist es so, dass wir als Stallgemeinschaft einen Plan haben, auf dem dann die verschiedenen Aufgaben draufstehen, wie Pferde reinholen, Pferde rausbringen, Stallgüsse fegen, Tränke säubern oder eben wie heute das Heu auf der Weide auffüllen. Diese Dienste muss dann halt jeder Einstaller einmal die Woche erledigen. Ja, und dann kann ich mir auch schon ein Halfter schnappen und das erste Pferd von der Koppel holen. Heute fange ich mit Skyfire mit einer kleinen Dressureinheit an. Und beim Reiten darf natürlich auch nicht die richtige Ausrüstung fehlen. Und dazu gehört selbstverständlich der Helm und ganz klassisch die Reitstiefel. Zum Aufwärmen reite ich immer ganz gerne noch eine kleine Runde um den Hof. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch am liebsten mit eurem Pferd aufwärmt. Ich finde das ein bisschen abwechslungsreicher und so kommt man auch noch mal raus. We'll be right back.
Und direkt im Anschluss kann ich dann auch schon die Ruby mitnehmen, denn mit der habe ich gleich eine Springstunde. Vorher lasse ich sie aber immer ganz gerne nochmal auf dem Platz laufen, da sie meistens, wenn sie von der Weide kommt, ganz schön geladen ist. Und so kann sie sich dann davor nochmal auspowern und muss das nicht unter dem Sattel tun. Und ich habe mir noch eine neue Trainingsjacke gekauft, die werde ich heute auch das erste Mal ausprobieren. Leider war es ein bisschen schwierig, bei der Springstunde mitzufilmen, deswegen habe ich hier auch nur sehr wenig Videomaterial. Jedenfalls habe ich dann direkt im Anschluss noch Diego geholt und bin dann zusammen mit ein paar Mädels aus meinem Stall noch ein bisschen im Gelände spazieren gegangen. Ja, und dann ging es an die Bodenarbeit, denn natürlich reite ich nicht nur meine Pferde, sondern ich mache natürlich auch sehr viel Arbeit am Boden, denn je abwechslungsreicher das Training, desto besser. Außerdem macht es mir auch einfach total viel Spaß, mit dem Pferd auch auf einer Augenhöhe zu arbeiten und ich sehe auch, dass es meinen Pferden auch sehr viel Spaß macht. Wenn ihr übrigens mein eigenes Video zur Bodenarbeit sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und dann geht ein langer Stalltag auch schon zu Ende. Während ich meine Sachen zusammenpacke, dürfen sich meine Pferde nochmal kurz auf der Weide austoben und dann geht es auch schon in den Stall. Denn wie gesagt, kommen meine Pferde in der kalten Jahreszeit nachts immer in die Box und wenn ich abends dann am Stall bin, hole ich sie meistens auch schon direkt im Anschluss rein. So, ich bin wieder zu Hause. Heute war wirklich ein richtig schöner Tag. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in meinen Stallalltag gewähren und ihr hattet Spaß beim Zusehen. Das war natürlich nur ein Beispiel, wie ein Stalltag bei mir aussehen könnte. Der sieht natürlich jedes Mal anders aus, aber so im Groben und Ganzen trifft es ganz gut auf die normale Woche zu. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, mit welchem Pferd ich das nächste Stall-FMA drehen soll. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein positives Feedback, ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also dann, bis dann!